Dann weiß ich aber jetzt ungefähr, wie das eine Rätsel funktioniert. Müsste ich ja den zweiten Kopf haben, einfach hier wieder zurückkommen und. Dumm, okay. Einmal wieder zurückgehen. Der Weg hat einfach so viel Spaß gemacht, den will ich einfach nochmal gehen. Weil man echt nichts sieht. Ich weiß nicht, ob ihr mehr seht, aber ich sehe halt wirklich gar nichts. Vor allem, wenn es dunkel ist. Da reißt die Taschenlampe jetzt auch nicht wirklich raus. Ich hoffe, das Boot geht nicht nochmal leer. Benzin her. Zack, reiner. Dann auch eine scharfe Linkskurve. Ups, der Fisch. Na, das war da, wo ich dann am Ende nochmal hin muss. Ich muss hier vorne, glaube ich, nochmal hin, ne? Einfach runter gegenfahren. Immer gut. Das ist immer ein guter Tipp, wenn ihr parken müsst oder sowas, einfach frontal dagegen fahren und dann passt das schon. Nee, das war nicht richtig, glaube ich, aber egal. Hier können wir auch nochmal gucken, was hier ist. Und nochmal eine Tasche, nur die kann ich nochmal verkaufen. Zack. Ja, Junge, ohne den Geldkoffer finde ich einfach viel mehr Geld und mehr Munition. Ich weiß ja nicht, ob sich das so lohnt. Ach, ich bin hier. Was geht, Meister? Hab seltene Ware im Angebot, Fremder. Hier den Armreif. Ah, auf den Armreif kann ich den Smaragd packen. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Perfekt. Du bist eben ein echter Profi. Na dann. Was kann ich für dich tun? Noch mal besser. Bist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Ja, ich denke, dass wenn ich die Pistole stärksten erstmal mache, das auf jeden Fall am besten ist. Ich mir sogar die. Wo soll das noch hin? Deine Hosentasche? Ja, warte mal. Nochmal abbrechen. Hochleistungs-. Die Schatzkarte vom Dorf hat auch was. Sie beim Maskenspielen getragen wird. Da stehen befinden sich drei. Ah, okay, das kann ich dann verkaufen. Guck mal, guck mal. Ja. Damit machst du nichts falsch. Ich weiß nicht, ob sich das schon lohnt, eine neue Pistole zu holen. Weil ich in die eine so reingepayt habe. Ich glaube, ich warte noch. Da draußen nicht weg. Mach ich nicht. Aha. Aber ich kann mal. Vorbei. Wenn ich. Was kann ich die Pistole verkaufen? Für 43k, wenn ich jetzt noch die Maske voll krieg, dann nehme ich die andere Pistole. Ich hab nur. Mir fehlt leider einer. Scheiße. Das kommt davon, wenn man alle verkauft. Kaufst du aber was? Willkommen! Kann ich nochmal? Ich habe nur 5, ne? Da kann ich nichts mehr tauschen. Die Frage ist, reicht es nicht eigentlich schon, die für 16k? Ich mach's einfach, scheiß drauf. Besten Dank! Und ich verkaufe ich. Danke. Tausche. Da wäre noch neue Waren. Eine Zack. Vernünftige Entscheidung, Partner. Ihre Kugeln durchschlagen so gut. Dann tunen. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Auf die Details kommt's an. Wirst schon sehen. Bist du hast sogar voll. Ich glaube, das hat sich gelohnt. Geschick ist das kein Wunder. Hab auch noch ein paar andere. Jo, der Raketenwerfer für 80.000. Irgendwie viel Platz sind die weg. Und noch eine Kofferweiterung. Das ist eigentlich Hände auch schön. Die werde ich mir auch wieder holen. Okay, ich gehe jetzt aber erstmal nochmal runter.
Schau, dass ich nochmal zum anderen Rätsel gehe. Oh, wenn ich es finden würde. Was ist das hier? Hier ist es doch. Nur an Docken irgendwo. Das Boot lässt sich auch echt scheiße steuern. Und einmal ab. Mal schauen, was da für Zeichen sind. Wie komme ich hier hinten überhaupt hoch? Okay, wir haben... Das ist fast ein Gesicht irgendwie, ne? Gesicht. Okay. Okay, warte mal, das hier oben. Das ist die hier. Müssen noch mehr sein. Die beiden gibt's nicht. Haben wir hier noch? Okay, das gab's. Sonst noch irgendwo was? Sieht jetzt nicht danach aus. Ich probier's mal mit den beiden und gehe dann einfach Trial and Error mäßig da durch. Das war das hier, glaube ich, ne? Das. Weiter probieren. Ja. Ich weiß nicht, wo das Zeichen war. Scheißegal. Ich weiß einfach noch nicht, warum die Köpfe bluten, aber scheißegal. Ich hätte schon mal scheißegal gesagt. Scheißegal. Ja. Okay. Oh, okay, nice. Bis jetzt für die Waffe. Uiuiui. So. Das haben wir auch. Und einmal wieder umdrehen mit dem Wendekreis und dem LKW. Nur testen die ihr Spiel eigentlich auch mal, also. Oder releasen die einfach. Was, warum leuchtet das hier? Okay, keine Ahnung, war glaube ich nur eine Reflexion. Drauf da. Sie mir. Alright. In der Höhle habe ich empfangen. Condor One an Basis. Hab den Schlüssel für die Kirche. Verstanden. Dann schnell zu Baby Eagle. Ja, reden wir später. Ich mach mich auf. Condor One Ende. Okay. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo gehe ich denn zurück? Mit dem Boot, okay. Hallo, wie geht's hier raus? Das Boot. Hinten raus, glaube ich, war das, ne? Ja, einmal umdrehen. Das machen. Wenn es sich lohnt. Ich weiß nicht, ein bisschen Geld mitnehmen. War das hier schon richtig?
Nee, das war... Hier war nichts außer das, ne? Doch, ich bin hier, glaube ich, richtig. Aber komme ich hier weg? Nee, ne? Komme ich denn hier... Komme ich denn dann zurück? Ist er noch weiter? Oh, tatsächlich. Hier nicht. Ich bin hier, glaube ich, aber auch schon durchgefahren, oder? Ja, ich bin hier schon durchgefahren. Genau, wo muss ich denn hin? Dann wahrscheinlich hier hinten rum. Jetzt bin ich wieder auf dem See. Wie komme ich denn hierhin zurück? Nicht da lang? Ja, aber da war ja kein Weg. Aber es gibt keinen anderen Weg da lang. Ist ja hier, Jesus. Ich sehe ja hier auch einen Weg. Oder war es einfach so dunkel, dass ich es nicht gesehen habe? Ja. Warte mal, was war denn hier? Zurück, zurück. Rechts was zum Anlegen? Ne, das war nur ein Felsvorsprung, okay. Was ist das hier? Auch nichts. Ja. Hier schaue ich nochmal kurz darüber. Bin mir ziemlich sicher, dass da kein Weg war. Oder geht's da unten weiter und ich hab's noch nicht gesehen? Nee. Hä? Bin ich verwirrt. Nein, hier geht's nicht weiter. Das ist zwar ein Weg, aber der kommt auch aus dem Berg raus. Muss eben woanders lang. Kann hier irgendwo anlegen? Okay, können wir noch anlegen. Ja, ich glaube, das ist richtig, oder? Ja, diese Kinder. Das muss richtig sein. Boah, Junge, nur dass ich zu dumm zum Schießen bin. Aus dem Weg! Ja, mach mal auf. Wofür habe ich das Schloss denn? Goldplättchen, das kann man bestimmt auch teuer verkaufen. Scheiße, so ein Helikopter-Vieh. Naja, Junge, aber schießt kann ich deswegen immer noch nicht. Mal den Schuss rausbekommen. Jetzt geht wieder los. So, noch mal ein bisschen looten. Wir sind hier, okay. Nutzt sogar seine Taschenlampe manchmal.
denn her? Ich sehe irgendwo ein. Fragst du, bin ich hierher gekommen? Nicht. Wenig weiter? Ja, wie sollen wir denn dann wieder da hochkommen? Jetzt bin ich... Nee, ich weiß nicht. Bin verwirrt. Schauen wir mal. Der Weg ist jetzt versperrt, weil... Weil das den Plot begünstigt, oder? Das ist halt jetzt... Ja. Ja. Dann gehe ich nochmal... Ist im Schloss, oder? Nicht beim Schloss voran. Nee, beim Schloss war nur... Glaube ich auch nur das eine... Ja, immer nur das eine Rätsel. Jetzt nichts tatsächlich. Was war da noch an der Seite was? Jetzt hat man getäuscht. Sind das eigentlich Fledermäuse, die diese Schweißgeräusche machen? Worum geht's da? Im Spiel jetzt. Die Tochter des Präsidenten wurde entführt. Und wir müssen sie wiederfinden. Wir sind jetzt in diesem komischen alten spanischen. Warte ganz kurz. Spanischen Dorf. Und ja, jetzt halt wie bei den allen anderen Resident Evil Teilen im Endeffekt. Eine Biowaffe halt, wahrscheinlich am Ende, die uns versucht hier umzubringen. Hier in dem Dorf sind irgendwie alle ein bisschen cursed. Oh, ein braunes Hühnerei. Ein goldenes Hühnerei. Wird beschlagnahmt. Und ja. Hier ist, glaube ich, sonst nichts, ne? Wie mehr weiß ich auch noch nicht tatsächlich. Wir wurden jetzt noch einmal von irgendwas infiziert. Aber... Soll ich sagen, ne? Was soll ich sagen? Munition. Munition. Oh nice, nochmal Bonusmunition bekommen. Habe ich mit dem Koffer immer Bonusmunition für die Pistole? Ich kann jetzt im Endeffekt nochmal alle Punkte abfahren. Aber hier war ja nichts. Hier war nochmal was. Ich muss ja irgendwie wieder zurück zur Kirche, aber... Vielleicht hier? Hier kann ich ja, glaube ich, auch nochmal das Medaillon einsetzen. Aber hier komme ich, glaube ich, auch nicht zurück, oder? Schauen wir mal. Vielleicht ja doch. Oh, tatsächlich. Ich glaube, hier müsste ich sogar wirklich zurückkommen.
bei denen irgendwelche Türen gehen nicht mehr auf. Das kann tatsächlich sogar wirklich sein. Vielleicht speichere nochmal. Zack. Sieht's mal aus. Talisman. Hab ich den einen Talisman gar nicht mehr bekommen. Ich bleib bei. Nee, warte. Ach, ich hab den falschen Koffer. Warte, das ist doch jetzt der. Deswegen habe ich vielleicht so viel Geld gefunden. Jetzt habe ich den wieder mit Pistolenmunition. Okay, never mind. Ich habe nichts gesagt vorhin. Oh, Goldblättchen, 10er wert? Nehme ich. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Das wollte ich sehen. Gute Arbeit. Wäre das dann alles? Probier mal, ob's passt. Hier, wie du es haben wolltest. Wenn du noch was zu erledigen hast, solltest du. Weil ich mir für 20 wahrscheinlich Dings hätte holen sollen. Magazinerweiterung. Oder nicht Magazinerweiterung, Koffererweiterung. Ah, hier kann ich auch nochmal aufmachen. Was haben wir denn hier? Ah, da kann ich auch wieder Dinge reinmachen. Rohstoffe, auch schön, nehme ich mit. Ja, okay, das dachte ich mir jetzt irgendwie. Das, wenn schon alles brennt. Shit. Wer ist er denn, Alter? Quasi Mord auf dem Rücken. Wow, okay, never mind. Oh, Doggo, hilfst du mir? Ja, Doggo hilft mir. Bitte stirb nicht. Quickslot. Weil ich. Also welche. Du bist die. Nee, warte, gar nicht wahr. Du bist die MP. Hallo. Erstellen. Nee. Ich kann nur. Was ist das hier? Wo ist er gerade schon? Die nehme ich mit. Ich. Kann ich auch mal ausrüsten?
Oh, nice. Schönen Shot. Liegt auf dem Pickel. Ist jetzt tot? Ja, war jetzt nicht der geilste Bossfight, aber nehme ich. Beinahe wäre ich als Briefmarken. Oh Mann, schöner. Okay. Egal. Jetzt aber zur Kirche. Danke, Buddy. Ja. Danke, Kumpel. Was ist das? Ich sehe. Gehe ich überhaupt richtig? Ja, okay, ist glaube ich egal. Pistolenmunition wäre und Flintmunition wäre auch stark. Ich bräuchte mal noch mal ein bisschen Schrott oder so. Jetzt schon alles. Hier habe ich ja noch nicht gelootet. Ja, scheiße. Nur Goins. So, Ashley, wir kommen. Ja, das ist Lago. Oh, warte mal. Na klasse. Und einmal. Ja. Sehr schön. Wieder. So, immer nachladen alles hier. Ich zumindest einen Schuss habe. Das ist von unter der Kirche, da brauche ich ja gar nicht lange unbedingt. Leider keine Pistolenschuss mehr. Das Siegel habe ich ja jetzt. Magics. Und Rainer. Ashley. Ashley Graham? Ich will dir helfen. Aber erstmal will ich looten. So groß ist die Kirche doch eh nicht. Kann doch nicht so weit sein. Eine blaue Scheibe. Und die werde ich wahrscheinlich noch brauchen. Das Kraut nehmen wir auch immer wieder gerne. Ach, da kann ich noch nicht rein. Muss ich wahrscheinlich die blaue Scheibe irgendwo einsetzen. Was soll denn hier noch? Bolzen. Naja, okay, dann mache ich wahrscheinlich das Tor auf. Nee. Ja, okay, das habe ich ja jetzt schon. Blaue Ding. Blau benutzen. So. Muss ich jetzt so drehen, dass es Sinn ergibt? Weiß ich denn, wie das Sinn ergibt? Muss ich irgendwie in welchem. Ah, okay. Das macht so Sinn. Das müsste so Sinn machen. Genau. Stopp. Ich weiß, ich bin jetzt nicht so der Stärkste in so Drehrätseln. Ich habe ja aber auch kurz Legacy gesehen. aber das kriege ich hin. Oder ich habe es hingekriegt. Mei, ist das nicht schön hier? Schau mal. Ist das nicht wunderschön? Das nehmen wir doch. Die Frage ist, wie haben sie Ashley da bewusst die Leitern hochgetragen? Weil die haben ja legit nirgendwo Treppen. Bist du hier? Ashley? Ashley Graham, bist du hier? Lass mich gehen. Hör zu. Beruhig dich. Ich bin Leon. Ich bin auf Befehl des Präsidenten. Toll.
ist gefährlich draußen. Du musst mir zuhören. Was ist das? Da drüben? Ergreift sie! Die Schäflern entkommen. Bringt ihren Seelen Erlösung. So, dann haben wir das Chapter auch beendet.